So, meine Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon Soul Silver, der unglücklichen Wacklock. Ja, ich habe offscreen ein wenig was getan. Die Nikifu ist jetzt nur auf Level 5. Das nur, weil, naja, gut, das Switch und sowas. Also, ich habe das jetzt nicht in den Part reingebracht, das offscreen Leveln, weil ich, naja, es verlängert das Rennen ungefähr um eine Dreiviertelstunde, habe ich gemerkt, und nee. Tue ich mir nicht nochmal an. Dann renne ich lieber eine Dreiviertelstunde weniger und ihr müsst mir halt vertrauen. Ja, unser Team hier natürlich. Die Maggie mit dem KKR und der Nikifu als Trio. Trio. Ich muss gerade überlegen. Maggie war 1, KKR 2, Nikifu 3, genau. Und dann hier. Dias Ward als linker Flügel, Boki als rechter Flügel. Und ich überlege gerade, hab ich kein anderes Pokémon gefangen oder ist schon gestorben? Warte, warte. War da nicht noch ein ja. Na, nein, da war ja stimmt, da war ja ein Dingenskirschen, wie heißt denn das nochmal? Da waren Zubat. Ah, hier, Kokuna, Zubat, genau, die beiden, die sind ja alle beide abgekackt. Aber ich weiß schon, was ganz gut ist, ne? Also ich check mal gerade ab, ob wir hier schöne Items dabei haben. Und zwar hier bei der Pokéball. Ah, perfekt. Haben wir Tränke? Tränke, die ist das? Tränke und so? Tränke 7, Tränke. Ach, das reicht völlig. Gut, dann können wir nämlich jetzt, warte, ich muss glaube ich zuerst mit dem Typen da reden. Dann muss ich in irgendein Haus gehen und. Ah. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich stehe hier wache, weil der Brunnen eine öffentliche Gefahr darstellt und jemand aus dem Dorf versehentlich hineinfallen könnte. Ach ja, bin ich nicht so gutmütig? Nein. Definitiv nein. Gut, irgendein Typ, der hier wohnt, ist im Haus und. Da kann, weil Team Rocket erforscht. Hast du schon mal einen Fleckmann-Route gegessen? Die soll nicht lecker sein. Man muss mal kein heißer Tipp. Er sagt, ja, bin ich nicht so gutmütig. Standardspruch, bin ich nicht so gutmütig. Ja, da muss ich rein. Hier steht ein Aprikokobaum und ihr pflückt ein Aprikokobaum. Oder? Wiss. Sag ich doch, wiss. Ha, ich finde das so geil. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, da steht jetzt W-I-S, aber wiss geht auch. Hey, was geht? Wer bist du denn? Oh, komm, heißt du also, bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Also, Bälle habe ich 2. Eventuell. Tut mir leid, aber da musst du warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schaffst. Du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Dieser Typ ist einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun, naja, genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmann im Brunnen die Ruten ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Alter, die schneiden Fleckmann die Schwänze ab! Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile eine Lektion. Halte durch, Fleckmann. Der alte Kurt eilt euch zur Rettung. Und ich... I hope so much, dass ich jetzt einen Fleckmann da drin kriege und keinen fucking Zubat. Mein, dadurch, dass Zubat schon tot ist, kann ich nicht sagen, hehe, habe ich schon. Huch, Team Rocket ist weg, der Typ hat ihn wohl verjagt. Das ist ja das gut. Bevor ich da reingehe, kommt natürlich wieder der Sicherheitssafe aus dem Grund, dass wenn er auf einmal backt, dann nochmal das von vorne. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Deswegen gehen halt immer 1-2 Minuten. Also grob geschätzt eine Minute insgesamt, weil so ein Speichern dauert glaube ich 10 Sekunden, 10, 20. So eine Minute vielleicht insgesamt vom Part, wo man halt saved, aber lieber safe ich, weil ich halt das Spiel halt nicht will. Der erste, da habe ich nur den Emulator dafür. Du, was bist du? Oh, du bist es. Koha. Die Wachung hat sofort die Weiße, als ich zusammengeschrien habe. Aber ich bin jetzt in den Brunnen gefallen, hab mir die Hüfte geprellt. Oh, ich bin so alt. Tja, und jetzt ist ich hier fest. Verflixt, wenn ich schon laufen könnte, würde ich diesen Typ mit meinem Pokémon zu klein unterarbeiten. Aber es nützt nichts, Koha. Du wirst ihn an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Okay. Fleckmann-Brunnen. Pokémon. Team Rocket! Okay. Verflixt, ich habe oben Wache gehalten, da kam dieser halbwahnsinnige Opa. Oh, plötzlich gab es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich mich im Frust immer an dir ab. Weißt du, anstatt zu fragen, was machst du überhaupt da unten? Nein. Aber ach, Leute, so Geschichte. Geschichtsstunde, ja, ja. Wisst ihr, ich habe gestern den, ich weiß nicht welchen, ich glaube der 15. oder 16. 16, glaube ich, mit dem Pokémon-Film Genesis geguckt. Weißt du, da ist Mewtwo. Ne? Also Spoiler-Alarm, nur mal so für die, die den Film nicht gesehen haben. Ja, wisst ihr, was das ist? Ash sieht Mewtwo. Mewtwo sagt, ja, ich wurde ja auch von Menschen geschaffen. Und Ash, ach echt? Du warst ja nicht im ersten Kinofilm dabei und hast da irgendwie mit dem gekämpft. Nein!
Oder war es der zweite? Keine Ahnung, der erste, zweite. Ja. Aber trotzdem. Diese Idiotie. Ach, der Typ Alzheimer, der ist 10 Jahre alt. Hat er Alzheimer oder was? Na! Da denk ich mir so, was ist denn los mit dem? Weißt du, zeigen wir noch so Cuts aus dem alten Film, wo Mewtwo dann halt in diesem Elektro-Dingens ist und ein fucking Zuart. Nee, kannst vergessen, will ich nicht. Nee, nein, nehme ich nicht. Kann ich halt keinen Fleckmon fangen, aber mir egal. Ja, weißt du, und da denke ich so, was ist denn los mit dir? Der war hier im fucking Kinofilm, aber den zeigen auch noch Ausschnitte aus dem Kinofilm. Nein, mein gut, Mewtwo hat irgendwie geschafft, in der fünften, einen Film von der fünften Gen, ein Dingens zu, eine Mega-Entwicklung zu machen, aber hey, soll's geben. Ja, ja. Okay, gut. Oh, Team Rocket drüben mit pinken, lila Haaren. Wir sollen aufhören, den Fleckmon hier in Routen zu stehlen. Das Fleckmon hier hat schon keinen Schwanz mehr, das hatten gerade noch so. Oh, was sollen wir, etwa einen Befehl von Lass, unserem Vorstand ignorieren? Um das zu erreichen, musst du schon alle besiegen. Jeder einzelne von uns. Bazinga. Warte, warte, ich hab so eine coole App, da gibt's so richtig, ja, während ich kämpfe, suche ich gerade den richtigen Spruch. Na, ich weiß gerade nicht, ob man den gehört hat. Warte, noch einmal. Action. Okay, das war Spruch Nummer 1. Und jetzt ein Spruch. Warte, ich glaube, das ist bei B. 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 A. B. A. Ja, hier. Ein Spruch für unsere Maggie. I've got balls of steel. Yep, balls of steel. Okay, was finde ich denn noch so hier Schönes? Hier gibt es ja immer ganz coole Sachen. Okay, mein Freunde. Was sagt Rettern, wenn es denkt, dass es ein, wenn es eine Attacke ausweicht? Can't touch this. Genau. Oh, ich finde diese App so geil. Das sind einfach diese Eye-Buttons. Man, die kennt bestimmt jeder Idiot von euch. Oder auch nicht Idiot. Aber die sind einfach geil. Okay, du verlautest Balk. Du verlautest Balk. Du vorlautest Balk. I am so sorry, bro. Gibt's ein Item? Nein, ein Pokémon wäre das jetzt ein fucking Fleckmon. Wobei, nein. Ich darf ja jetzt zweite Pokémon in der Route fangen. Also ist trotzdem ein Zubat. Ja, war wohl nix. Scheiße gelaufen, meine Freunde. Und zwar ein super Drang. Ja, weißt du, ich habe mich jetzt so gefreut. So, ja, hier das zweite Pokémon. Und dann kommt zu. Wenn jetzt ein Flagmon kommt. Okay, ich glaube, hier gibt es einen Zubatzen, keine Flagmons. Okay, weiter geht's. Der nächste. Wir sollen aufhören, den Fleckmon in die Routen abzudrehen. Wenn wir auf jeden x-beliebigen Trainer hörten, wäre Ratzratz und der ruft dahin. Wäre Ratzfatz. Oder Ratzfratz. Ich hab's nicht ganz genau gelesen. Eine Herausforderung von Rocket Ripper. Von Alliteration Rocket. Was ist eine Alliteration? Ich glaube ja. Oder Naffer, keine Ahnung. Alliteration, glaube ich. Rocket Ripper. Mit einem Ratzfratz. Dreifache Alliteration, meine Freunde. Der weiß ganz genau, wie es geht. Komm schon. Zubat als nächstes. Juhu. Und zu guter Letzt auch ein Zubat. Gut. Damit wäre das ja auch geschafft. Level 17 für die gute Maggie. Okay. Aus Angst, dass der obere jetzt Flug-Pokémon hat, change ich auf jeden Fall nicht auf Boki, der mittlerweile Level 12 erreicht hat. Ne, Boki, du bist gut vorangekommen. Ne, aber deswegen lieber es sicherheitshalber mal nicht, ne. Mal so nebenbei. Deswegen kämpfe ich jetzt weiter mit der guten Maggie. Was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Team Rocket, Les! Ach, das ist ein Kerl! Ich hab gedacht, das wäre ein Vibe! Aha! Dein Ernst? Du kämpfst mit einem fucking Zubat auf Level 8. Oh man. Smogon! Oh, das ist ein Smogon! Okay, das ist Level 12. Smogon, 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 Smog, Smog, Smog! Ernsthaft? Was hat das Ding für eine Death? Okay, Smogon hat. Smog, Smog haben eine Mega-Death, sorry. Tut mir leid, habe ich vergessen. Und ich spiele auch noch mit Smogon, gell? Hehe, ja stimmt, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen, aber wir
haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund. Ja, ja, okay. Okay. Wer das hängt jetzt? Ah, da kommt jetzt noch irgendjemand. Gute Arbeit, Kawa. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meine Hüfte geht jetzt auch wieder besser. Auf einmal, lass uns gehen. Hallo Kawahar, das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Roh Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das heißt nichts Gutes. Na, vergiss mir das für heute. Du gefällst mir, Kawahar. Es wäre mir eine Ehre für... Ja, okay. Ist es normal, dass er... Oh, nee. Nee, ich muss jetzt alles hier von vorne machen, oder was? Irgendwie ist der Sound gerade weg. Ja, hier. Okay, kriegst du Aprikoko gelb. Wo ist der Sound? Ich brauche den ganzen Tag, okay. Ja, Alter. Oh nee, jetzt muss ich wieder alles von vorne machen, kann das sein? Weil das Scheiße sich aufhängt und ich nicht speichern konnte. Oh nee, gut, ich kann sichern. Gut. Mich irritiert eh gerade, dass das Ingame-Sound weg ist, von daher safe. Sicher ist sicher. Gut, dass ich aber vor dem Kampf gesaved habe, weil wenn es während dem Kampf passiert, dann wäre das scheiße. Nach dem Kampf kann ich jetzt nur mit leben. Ihr habt da jetzt nicht den Kurt und seine coole Nichte gesehen, aber egal. Reset! Dum dum! Ah, perfekt. Und du brauchst den ganzen Tag? Ich arbeite dran, Arthur, und störe mich jetzt bitte nicht. Sorry! Gut, das heißt, wir dürfen in die Arena. Was ist denn das für ein Typ Arena hier? Du bist eine... Steht hier der Typ? Pokémon von Azalea City Leiter Kai. Käfer-Pokémon, gut, da sind wir perfekt. Wobei, vielleicht gibt es auf der nächsten Route ja Gestein. Ich glaube, Gestein ist ja auch schon effektiv gegen Käfer. Sollte es theoretisch sein. Oh. Habe ich mich geheilt? Ich glaube nicht. Unik, Gedevrated Unik. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass du das Team Rocket jetzt wieder da ist? Was? Du hast die Beine eigenhändig aufgehalten? Sagst du? Erzähl mir keine Märchen. Wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deine Fähigkeiten geben. Redhead Runic! Was soll das? Mann, ey. Eine Herausforderung von Rivale Redhead Runic! Oh, da ist ein Nebulak. Ich will auch ein Nebulak. Blut! Ich habe leider keine Unlicht- oder Geistattacke, deswegen muss ich das so machen. Oha, ein Change Me Horrorblick. Change Not. Can't change it. Tyrakrok, da change ich auf den guten Boki. Mit Hoffnung, dass es noch kein Eis. Oh fuck, es wird Eis zahlen können. Definitiv. Okay, dann. Oh, ich habe schon wieder einen Regelverstoß gemacht. Shitty. Okay. Ja, ich habe schon wieder einen Regelstoß vergessen. Sorry, ich habe jetzt wieder zurückgetauscht. Wobei, wenn er Eis zahlen kann, hilft mir das ja auch nicht. Hui. Das gefällt mir aber nicht, mein Freund. Ganz sachte, ja. Was macht das für ein Schaden? Yes! Mit ganz viel Glück. Okay. Meine Freunde, sorry für den erneuten Regelverstoß. Ich vergesse es andauernd mit dem Boki. Ich habe immer das Gefühl, der Boki ist auf der richtigen Seite und dann... kommt sowas. Wieso ist dieses Zubat schneller als wir? Was ist das für ein... Ja, ist das ein Choice Scarf oder was hier? Das hieß... Alter. Don't kidding me. So. Ha. Ich kann Schwächling einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier für uns stellten wir mal... Oder Baba. Ja, okay. Gut. Auf Wiedersehen. Was war's? Dankeschön. Tschüss. Ich muss ins Pokémon Center, bevor ich mir jetzt ein nächstes Pokémon auf der nächsten Route fange. Alter, war das knapp. Wir hatten beide wieder ein Pokémon verloren, wegen diesem Tyrakrok. Das ist mega OP. Das ist mega, 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 mega OP. Und zwar sehr mega OP. Mega, mega OP, ne? Keine Andeutung auf die Mega-Entwicklung. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, jetzt checke ich mal ab, ob wir noch hier ein Gesteins-Pokémon fangen dürfen. Oder ob sie oder allgemein, es müsste ja theoretisch jetzt den Pokémon geben, das Steineichelwald, das stärker ist als... Ah, nee, jetzt kommt hier diese Challenge. Ja, okay.
Okay, meine Freunde, ja, komm schon. Schau nach da. So. Oh, wildes Pokémon Nummer 1. Hätte ich gedacht. Und zwar ein Hornliu, das wir nicht fangen werden, weil wegen erstes Pokémon. Gut, dann werden wir uns doch noch ein Pokémon fangen, wenn es hier so also aufdringlich kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Nein, Mist. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, komm, meine Freunde, zweites Pokémon ist ein... Dieses Zubat will mich verarschen. Gut, meine Freunde, ich beende den Part hier. Im nächsten Part machen wir die Challenge da oben und danach gehen wir in die Arena, ne? Wir sehen uns dann. Bis dann, euer K.O.H.